Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Dinge, die du noch nicht über New York wusstest. New York ist für viele Menschen die Weltmetropole Nummer 1. Hier leben die coolsten, freakigsten und erfolgreichsten Menschen. Hier steigen die sensationellsten Partys und hier ziehen die besten Shops, ob Victoria's Secret, Michael Kors oder regelrechte Erlebniswelten von Nike und Co. Menschen aus der ganzen Welt zum Shopping nach New York. So viel zu den euch bekannten Fantasien von New York. Hier kommen 10 spektakuläre Dinge, die ihr garantiert noch nicht über New York wusstet. Fakt Nummer 1: Tausende Leichen unter New Yorks grünen Parks. Nein, New York sah nicht immer so aus wie jetzt. Was noch heute unter dem dicken Asphalt und dem grünen Parks schlummert, ist ziemlich gruselig. Der Madison Square Park in Manhattan diente früher etwa als Militärgelände sowie als Heim für straffällige Jugendliche. Zwischen 1994 und 1997 wurden einige Teile des jetzigen Parks aber ebenfalls als Friedhof für Menschen genutzt, die entweder unbekannt gestorben sind oder sich keine Grabstätte leisten konnten. Im Washington Square Park sieht das noch etwas krasser aus. Zwischen 20.000 und 125.000 Leichen, schätzt man, sollen hier begraben sein. Ab 1997 diente der heutige Park 30 Jahre lang als Friedhof. Aber nicht nur das, jahrelang wurden hier Hinrichtungen vollzogen. Die Toten im Anschluss direkt im Park vergraben. Neben dem Madison und dem Washington Square Park diente ebenfalls der Union Square Park sowie der Bryant Park vor hunderten von Jahren als Friedhof. Heute kennen wir nur die schönen Bilder aus den New York Parks. Aber der Gedanke an die vielen toten Körper unter der Picknickdecke ist schon irgendwie gruselig, oder? Fakt Nummer 2: New York City verschenkt Flugtickets an Obdachlose. Sie werden bis nach Paris oder nach Orlando und Johannesburg oder nach Puerto Rico geflogen. Seit 2007 bezahlt die Stadt New York obdachlosen Menschen ein One-Way-Ticket raus aus New York, wohin auch immer. Die einzige Bedingung: sie müssen nachweisen können, dass sie am Zielort von jemandem aufgenommen und unterstützt werden. Seit Jahren kämpft New York mit der steigenden Anzahl an Obdachlosen. Die Unterbringung in einem Heim kostet die Stadt pro obdachloser Familie über $36.000. Da ist ein Ticket nach Europa, Afrika oder Südamerika für maximal $6.000 schon um einiges günstiger. Seit der Einführung des Projekts erhalten jedes Jahr über 2000 Obdachlose das One-Way-Ticket in ein neues Leben. Fakt Nummer 3: Nackter Cowboy vom Times Square ist heute Millionär. Er ist einer der meist fotografiertesten Menschen der Welt. Neben der Freiheitsstatue ist er das Symbol New Yorks, für manche zumindest Robert Bruck, besser bekannt als Naked Cowboy. Mit seinem kleinen weißen Unterhöschen und seinem Cowboy-Hut und den Westernstiefeln steht der Amerikaner seit nun 17 Jahren nahezu täglich am New Yorker Times Square und trällert mit Gitarren-Background Lieder zum Dahinschmelzen. Vor allem für seine weiblichen Fans. Zu Stoßzeiten wird er seinem Management zufolge bis zu 10.000 Mal fotografiert, pro Stunde. Wenn er von jedem Fan nur 1 Euro zugesteckt bekommt, ist es ein sehr guter Stundenlohn. Zum Multimillionär hat es der 45-Jährige so bereits geschafft. Aus dem Nacktauftritt am Times Square ist mittlerweile ein millionenschweres Business geworden. Unter seiner Leitung arbeiten inzwischen 7 weitere Cowboys und Cowgirls auf dem Times Square. Längst gibt es einen Merchandise-Handel, der die weißen Schlüpfer mit der Aufschrift Naked Cowboy vertreibt. Vodafone, Pepsi und Citibank. Die Liste seiner Werbeverträge ist lang. Kaum jemand hat so viele Cameo-Auftritte wie der Naked Cowboy. Bruck hat in Ohio Politikwissenschaften studiert, doch er wollte unbedingt berühmt werden. Als es mit seiner Schauspielkarriere nicht klappte, zog er nach New York und begann am Times Square als Naked Cowboy Musik zu machen. Bei Wind und Wetter steht er mit seinem kleinen Höschen dort, sogar während des Blizzard. Fakt Nummer 4: 11 Tage ohne Mord. Neuer Rekord in New York City.
Was ist das denn für ein skurriler Rekord? Im Jahr 2015 vergingen in New York City 11 ganze Tage ohne einen Mord. Das gab es seit den 90er Jahren nicht mehr. Durchschnittlich gibt es monatlich zwischen 30 und 40 Morde in der Weltmetropole. Und das sind schon extrem gute Zahlen. Im Jahr 1990 wurden in New York 2245 Morde begangen. Allerdings spiegelt die seit Jahren sinkende Mordrate auch Fortschritte in der medizinischen Behandlung von Schusswunden wider. Kaum ging der neue Rekord aber durch die Medien, versuchten Kriminelle, die Erfolgsserie zu vermiesen. Leider erfolgreich. Fakt Nummer 5. Verrückte Zahlen aus dem Alltag im Big Apple. Dass New York wahrlich die Stadt ist, die niemals schläft, wird besonders bewusst, wenn man sich die Zahlen eines ganz normalen Tages im Big Apple ansieht. Wusstet ihr zum Beispiel, dass alle New York-Touristen im Schnitt 172 US-Dollar pro Tag in New York ausgeben und dass täglich 333 Kinder und 317 Ehen geschlossen werden? Und wie hoch ist eigentlich die Standgebühr für einen Hotdog-Stand im Central Park? Die renommierte Fluggesellschaft Singapore Airlines wollte es genau wissen und hat einen Blick hinter die Kulissen des Alltags im Großstadtdschungel geworfen und interessante Fakten und Zahlen rund um New York zusammengestellt. Hier sind die 5 Favoriten. In New York werden täglich 10.506.240 Tassen Kaffee getrunken. Kein Wunder, dass die Stadt niemals schläft. 277.778 Take-Away-Boxen alleine für die chinesischen Essen sind jeden Tag in New York im Umlauf. Damit ist das chinesische Essen beliebter als Pizza. Nur an den allerseits beliebten New Yorker Hotdog kommt das chinesische Food nicht dran. 1.444.320 Hotdogs werden pro Tag im Big Apple verspeist. 111 Filme und Musikaufnahmen werden jeden Tag in der Stadt aufgenommen. Diese Stadt hat einfach Star-Charakter. Und das weiß jeder, der schon einmal am Broadway war. 36.301 Menschen besuchen übrigens täglich die zahlreichen Shows. Eine Zahl, die für sich spricht. Eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der Stadt ist ohne Zweifel das Empire State Building. Rund 10.959 Touris besuchen jeden Tag die Aussichtsplattform des berühmten Skyscrapers. Zum Vergleich, die Freiheitsstatue darf jeden Tag rund 10.915 Besucher begrüßen. Hättet ihr gedacht, dass die Firmen insgesamt 89.285 US-Dollar zahlen, um ihre Produkte auf Amerikas größter LED-Billboard am Times Square zu bewerben? Auch wenn man weiß, dass rund 136.000 Menschen, die den Times Square täglich besuchen, die Werbung sehen, scheint diese Summe noch recht gigantisch. Fakt Nummer 6. Taxilizenz in New York kostet 1 Million Dollar. Lässig am Standrad stehen, links die Wall Street, rechts der Hotdog-Stand. Langsam die rechte Hand in die Luft steigen lassen, das müsst ihr mal probieren, ihr seid schließlich in New York. Einmal mit einem dieser gelben Taxis zu fahren, ist ein Muss in New York. Um in New York eine Taxilizenz zu erwerben, muss man locker meist an 1 Million Dollar springen lassen. Und jährlich steigen die Preise für die Genehmigungen weiter um bis zu 8%. Das hört sich erstmal exorbitant viel an, doch das New Yorker Taxigewerbe ist lukrativer als Gold. Mit diesem jährlichen Wertanstieg können weder Immobilien noch Aktien oder eben der Goldpreis mithalten. 1947 zahlte man noch 2500 US-Dollar, heute kratzt der Preis an die Millionenmarke. Fakt Nummer 7. 10.000 Kilometer Straßennetz führen durch New York City. Betondschungel, so wird New York City auch liebevoll genannt. Nicht ohne Grund, denn das New Yorker Streckennetz ist über 10.000 Kilometer lang und damit eines der längsten Straßennetze der Welt. Die USA selbst besitzen mit 6.430.000 Kilometern sowieso das längste Straßennetz der Welt. Die durchschnittliche Fahrzeit für Pendler beträgt fast 2 Stunden. Platz 2 geht an Indien mit 3.383.000 Kilometern, gefolgt von China mit 1.930.000 Kilometern. Vielleicht haben sie ja viele Straßen in New York von den entspannten Verkehr, aber hiervon kann dort keine Rede sein. Die durchschnittliche Fahrzeit für Pendler zur Arbeit beträgt fast 2 Stunden täglich. Ich empfehle euch von daher, New York mit dem Fahrrad zu erkunden, das ist nämlich viel entspannter.
Fakt Nummer 8. $800 pro Woche findet er in den Straßenrillen New Yorks. Um in den Straßen New Yorks zu leben, muss man erfinderisch werden. Oder einfach nur sehr raffiniert, wie dieser New Yorker Schatzjäger. Ruffy Stephanian gräbt in den Ritzen und Rissen der New Yorker Straßen, im Diamond District nach Gold, Diamanten und Rubinen. Mit nicht viel mehr als 2 Messern und einer Pinzette ist der 47-Jährige fast täglich unterwegs und kriecht entlang der Straßen der Metropole. Häufig sind es nur kleine Goldstücke, hauchdünn, aber genug davon, um Ruffy ein ordentliches Leben zu ermöglichen. Vor seinem Job als New Yorks Schatzjäger arbeitete Ruffy als Edelsteinfasser. Daher sein geschultes Auge für die winzigen wertvollen Stücke. Gerade wegen seiner fachlichen Ausbildung genießt Ruffy einen sehr guten Ruf im Diamond District, wo er die gefundenen Stücke, nachdem er sie ordentlich säubert und poliert, wieder verkauft. Fakt Nummer 9. Frikandel statt Hotdog, New York gehörte den Holländern. 50 Jahre lang gehörte New York zu Holland. Ungelogen, im Jahr 1610, aber immerhin kauften niederländische Kaufleute mit billigem Schmuck im Wert von $24 die Insel Manhattan von den amerikanischen Ureinwohnern. New Amsterdam hieß Manhattan, sodann 54 Jahre bis 1664, bis sich die Niederländer kurz vor einem erneuten Kriegsausbruch mit England wieder vom Dampfer machten. Die Eroberung der Stadt wird Jakob Herzog von York zugesprochen, deswegen dann New York. Übrigens, falls ihr euch schon immer gewundert habt, warum man in New York so verdammt gut was trinken gehen kann, Manhattan ist ein Wort aus der alten Indianersprache und bedeutet der Ort, an dem wir betrunken waren. Fakt Nummer 10. Kleiner Mann versus New York. Er wollte sein Grundstück nicht abgeben. Respekt. Daniel Hess besaß Anfang des 19. Jahrhunderts ein ansehnliches Grundstück mitten in New York City, am Ende der Severus Avenue und Christopher Street. Verkauft hatte er niemals, doch wie es früher so üblich war, wurden unterschiedliche Papiere vorgebracht und er schließlich enteignet. Erfolgreich. Außer ein letztes kleines Stück, nicht größer als ein Pappkarton, das sein Eigentum blieb. Bis heute gibt es an der Stelle mitten in New York eine dreieckige Platte im Asphalt, die besagt Eigentum von Hess Estate, das niemals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. 1938 wurde das Grundstück für $1000 weiterverkauft. Dem neuen Besitzer hat die Geschichte so gut gefallen, dass er die Platte bis heute dort sicherte. Kleiner Mann versus New York. Großartig. Das war's auch schon wieder mit 10 Fakten über New York. Ja, die Fakten haben gezeigt, New York ist einfach eine der faszinierendsten Städte der Welt. Schreibt mal in die Kommentare, welcher Fakt euch am meisten gefallen hat. Und schreibt mal, welches Faktenvideo ihr euch als nächstes wünschen würdet. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.